Der Mitternachtslift. Kriminalhörspiel von Hans Siebe. Name: Spichala Karl. Geboren 5.2.1898 in Rebin, Kreis Rebin. Tätigkeit im Betrieb: Heizer. Die Ölheizung liegt im Keller des Quergebäudes. Was hat er hier im Vorderhaus zu suchen? Eins nach dem anderen. Unfallort: volkseigener Konfektionsbetrieb Modern, Vorderhaus, Erdgeschoss. Unfallzeit: Donnerstag, 14. März, etwa 0 Uhr bis 0 Uhr 30, laut ärztlichem Befund. Art der Verletzung? Ja, bitte? Buschmann ist mein Name. Ah, er will zu mir. Kollege Buschmann ist der Lagerverwalter. Er hat den Toten gefunden, Genosse Hauptmann. Aha. Erzählen Sie bitte. Ja, es sah schrecklich aus. Genau in der Mitte eingeklemmt, wie halbiert. Ich weiß auch nicht warum, aber ich sagte mir sofort, Pichala ist tot. Ich habe ihn nicht angefasst und gleich die Inspektion angerufen. Das Bild werde ich wohl lange nicht loskriegen. Wie halbiert. Haben Sie die Türen kontrolliert? Ja, Herr Oberleutnant. Alle verschlossen, wie immer. Ja, und nichts Ungewöhnliches bemerkt? Nein? Alles ist so wie jeden Morgen? Ja, nur heute habe ich um 6 angefangen, eine Stunde früher. Und weshalb? Inventur. Und Penskys Lastwagen steht noch beladen in der Garage. Pensky? Wer ist das? Unser Kraftfahrer. Er ist gestern Abend erst um 10 mit der Stoffladung aus Guben gekommen. Oh, von dort sind es nur 160 Kilometer. Und da kommt er so spät? Da hat sich ja wieder seine Verlobte mitgenommen. Dann könnte also der Kraftfahrer Pensky den Verunglückten als letzter lebend gesehen haben. Ja, das könnte sein. Spichala ist ja nach der Spätschicht nicht nach Hause gegangen. Wir werden Pensky fragen, sobald er kommt. Das ist erstmal alles, oder, Herbert? Nein, vorläufig nichts mehr, danke. Vielen Dank, Kollege Buschmann. Wir werden uns sicher später nochmal unterhalten. Ja. Dankeschön. Wo waren wir stehen geblieben? Art der Verletzung. Ja. Art der Verletzung. Tödliche Brustquetschungen, verursacht durch den anfahrenden Warenlift. Warenlift. Wie ist sowas nur möglich? Personenbeförderung streng verboten und trotzdem... Wieder ein Toter auf Konto Leichtsinn. Wie sieht's denn aus mit der technischen Untersuchung? Fertig? Fertig und keine Probleme. Baujahr des Lifts 1928, trotzdem idiotensicher und voll funktionstüchtig. Für 100 Kilo zugelassen, Personenbeförderung verboten. Ja, wissen wir. Deshalb gibt es in der Kabine keine Bedienungsvorrichtung, nur die Knöpfe in den Etagen. Der Heizer ist eingestiegen und der Lift hat sich in Bewegung gesetzt. In Bewegung gesetzt? Erklären Sie das mal genauer. Solange eine Lifttür offen steht, ist doch der Fahrstrom unterbrochen. Stimmt, Genosse Hauptmann. Aber da ist im Keller an der Schaltanlage gefummelt worden. Hier, diese drei Kabel sind abgeklemmt worden. Und mit diesem Stück Draht wurden vermutlich die Kontakte überbrückt. Das kann nur jemand gewesen sein, der das Schaltsystem genau kennt. Kein Leier, ausgeschlossen. Spichala hatte bis 22 Uhr Dienst. Warum ist er nicht nach Hause gegangen? Ist der zweite Heizer pünktlich gekommen? Ja. Der wusste nichts von dem Unfall. Soll ich ihn holen? Nein, nein. Frage. Wer hat im Keller den Fahrstrom überbrückt, als Spichala im Erdgeschoss in den Lift stieg? Und warum? Teil A der Frage. Warum bestieg Spichala die Warenkabine? Und B. Warum fuhr der Lift im gleichen Augenblick an? Mithilfe dieses Drahtes kann man den Lift hier vom Keller aus in die Stockwerke hinauf und wieder herunter dirigieren. Ist das richtig, Schmidt? Stimmt, Genosse Hauptmann. Gehen Sie rauf und steigen Sie in die Kabine. Ich soll... Nur machen Sie schon, Schmidtchen. Die Sicherungen sind rausgeschraubt. Glaubst du, dass sich hier unten jemand zu schaffen gemacht hat als der Heizer? Moment. Schmidt ist eingestiegen. Eben. Du meinst, es muss nicht unbedingt ein Unfall gewesen sein? Nicht unbedingt. Genosse Hauptmann, der Kraftfahrer ist da, der Pensky. Soll reinkommen. Ist noch was? Ja, die Asservaten. Geldbörse mit 32 Mark, Tabak, Pfeife, Zündhölzer und ein Schlüsselbund. Vermutlich die Wohnungsschlüssel. Und dieser einzelne Schlüssel hier. Sieht aus wie nachgefeilt. Ist nachgefeilt, kein Originalschlüssel. Naja, schicken Sie erstmal den Pensky rein. Sie wollten mich... Ja, Hauptmann Lebrecht, Unfallkommission. Das ist Oberleutnant Kühn. Er wird Ihre Personalien aufnehmen.
Horst Penske, 30 Jahre alt, ledig, 3 Jahre im Betrieb. Naja, später, später. Sagen Sie, Herr Penske, fangen Sie immer um 6 Uhr an? Nein, um 7. Mein W50 muss noch abgeladen werden. Ist das üblich? Was? Dass er beladen in die Garage gestellt wird? Allgemein nicht. Und im Besonderen? Wie meinen Sie das? Warum haben Sie den Wagen beladen in die Garage gefahren? Das mache ich oft, wenn ich aus Guben komme. Da wird es meist spät. Warum wollen Sie das wissen? Gestatten Sie, dass wir fragen. Wenn Sie aus Guben kommen, wird es meist spät. Warum? Haben Sie immer Panne, wenn Sie aus Guben kommen? Oder fährt vielleicht immer jemand mit? Paul hat also wieder geklatscht, dieses Waschweib. Das wissen Sie doch vom Kollegen Buschmann. Beruhigen Sie sich, er hat nicht geklatscht. Wir haben ihn danach gefragt. Schön, es soll nicht sein, aber Helga ist aus Guben. Nächsten Monat heiraten wir und da muss noch allerhand besorgt werden. Arbeitet Ihre Braut hier im Betrieb? Nein, sie ist Serviererin im Braukeller. Aber nun nehmen Sie es mir nicht übel. Wozu wollen Sie das alles wissen? Weil was passiert ist. Mit dem Wagen? Ein Kollege ist tödlich verunglückt. Wussten Sie das nicht? Nein, wer denn? Spirala, der Heizer. Ach, Spirala, wie denn? Tödlich verunglückt? Kannten Sie ihn? Komm. Wann haben Sie ihn zuletzt gesprochen? Warten Sie. Ja, vorgestern am Dienstag. Da kam er gerade aus seinem Heizungskeller, eine leere Milchflasche in der Hand. Wie spät war es, als Sie gestern Abend aus Guben gekommen sind? Etwa gegen 11. Und da haben Sie Spichala nicht gesehen? Keine Menschenseele habe ich gesehen. Möglich, dass er irgendwo herumgekrochen ist, der olle Zausel. Oh, Verzeihung. Also, gegen 11 haben Sie den Wagen in die Garage gestellt. Und dann? Dann habe ich meine Braut nach Hause gebracht und bin da geblieben. Na, das interessiert uns hier weiter nicht. Vielen Dank, Kollege Penske. Schreiben Sie das Protokoll, Genosse Oberleutnant. Ich bin in der Heizung. Bis 22 Uhr hatte Ihr Kollege Spichala gestern Dienst. Und dann? Nach der Spätschicht wird die Ölfeuerung auf Automatik gestellt. Ich komme dann um 5 Uhr zur Frühschicht und mittags um 2 löst Karl mich ab. Tja, nun kommt er ja nicht mehr, der Karl. Ist das alles furchtbar. Und so plötzlich. 10 Jahre hat man nun Zaun an Zaun gewohnt. Hinterlässt er Angehörige? Wohl nicht. Kannten Sie ihn näher? Kennen. Wissen Sie, Schichtarbeit. Der eine kommt, der andere geht. Aber Sie waren doch Nachbarn, Herr Krüger. Schon, aber Karl hat nie groß geredet. Ganz selten mal, dass er aus sich rausging. Dabei hätte er schon was zu erzählen gehabt. So? Ich meine, wie er sich so durchgebissen hat. Was war denn ein Landarbeiterjunge vor dem Ersten Weltkrieg? Eine Laus. In Flandern Gas geschluckt. Da lag er lange Zeit herum in Lazaretten und Krankenhäusern. Aber was Karl sich in den Kopf setzte, das schaffte er. Vom Forstarbeiter hat er sich bis zum Revierförster hochgearbeitet. Wie? Spichala war Förster? Ja. Da staunt man, dass so einer in der Heizung hockt. Ihn hat es auch immer in den Wald gezogen. Dabei hatte er Garten und Häuschen. Aber jedes zweite Wochenende besuchte er seinen alten Oberförster in Pappelbruch. Da musste er raus, Waldluft schnuppern. Regelmäßig, wie ein Uhrwerk, alle 14 Tage. Ein interessanter Mann, der Karl Spichala. Oh ja, das war er. Ich glaube, das hat hier überhaupt niemand gewusst außer mir. Revierförster. Ja, Hut ab. Das kann man wohl sagen, Herr Krüger. Ist das sein Schrank hier? Ja. Hat er Zeitungen gesammelt? Nein, bloß die mit angefangenen Rätseln. Wie? Das verstehe ich nicht. Hier unten wird doch alles aus den Büropapierkörben verbrannt. Na, die Stenotypistinnen und so, in der Pause oder wenn eben mal nichts zu tun ist, fangen sie ein Kreuzworträtsel an. Selten ist eins ausgeraten. Und so eins, das war immer ein gefundenes Fressen für Karl. Neue Rätsel interessierten ihn nicht. Ihm machte nur Spaß, rauszutifteln, was andere nicht gewusst haben. So war er immer schon. August, hat er mal zu mir gesagt, du kannst Gift draufnehmen, war ein Wilddieb im Wald, habe ich das Luder 3 Meilen gegen den Wind gerochen. So, hat er nicht vielleicht gesagt, im Wald habe er ein Luder 3 Meilen gegen den Wind gerochen? Was ist denn da für ein Unterschied? Luder bedeutet Aas, Kadaver. Das ist Weidmannssprache, Herr Krüger. Wo ein Tier verendet war, hatte oft ein Wilddieb die Hand im Spiel. Sicher hat er es so gemeint. Sehen Sie, Karl hatte nämlich wegen einer Wilderergeschichte beinahe die Forstschule nicht besuchen dürfen. Dann wäre er sein Leben lang Waldarbeiter geblieben. Er hatte nämlich rausgekriegt, dass der Staatsförster mit den Wilddieben unter einer Decke steckte. Die Herrschaften hielten natürlich zusammen und wollten ihm einen Strick drehen. Handbuch des Elektrikerhandwerks. Gehört das ihm? Ja, das war auch so ein Zug von ihm. Sobald Karl mit einer neuen Sache beschäftigt war, besorgte er sich Bücher davon.
Er sah das wie ein Forstmann. Immer an die Wurzeln, sagte er. Anders kapiert man nichts. Und nun interessierte er sich für Elektrik. Sieh mal an. Ja, seit vorigem Jahr, als Koller im Urlaub war. Koller? Unser Betriebselektriker. Der ging in Urlaub und da hat Karl eine elektrische Nähmaschine repariert, ehe einer von der PA kam. Dann war Karl aber wütend, dass Buschmann ihm trotzdem weitere Reparaturen verboten hat. Was hat der Verwalter des Stofflagers damit zu tun? Dem Buschmann untersteht auch die innere Verwaltung. Was ist denn das? Auch so ein Einfall von ihm. Sobald einer in den Kellergang kommt, tut es es. Nicht schlecht. Kann ich Sie sprechen, Genosse Hauptmann? Augenblick. Herr Krüger, hat Ihr Kollege Spichalla in der letzten Zeit irgendwelche Andeutungen gemacht, dass er was mit dem Warenlift vorhabe oder dass er den Lift reparieren müsse? Wüsste ich nicht. Denken Sie genau nach, Herr Krüger. Nein. Der Schlüssel. Ah ja. Sagen Sie, könnte man hier im Heizungskeller einen Schlüssel nachfeilen? Wieso? Brauchen Sie einen? Ja, eventuell. Geht das hier? Natürlich. Schraubstock, Schlüsselfeilen, alles da. Bloß auf mich können Sie da nicht rechnen. Das war Karls Revier. Schmidtchen, versiegeln Sie den linken Schrank. Durchsicht später. Hm. Sie kleben den Schrank zu? Routine-Opa. Ist da was von Ihnen drin? Das nicht. Ich wollte ihn für mich haben. Meiner riecht so muffig. Der bleibt Ihnen. Wie hieß doch gleich der Ort, an dem Spichalas Oberförster wohnt? Pappelbruch. Ah ja, Pappelbruch. Na dann bis später, Herr Krüger. Sagen Sie mal, Schmidtchen, raten Sie gern Kreuzworträtsel, die schon jemand angefangen hat? Sie etwa? Ist aber interessant. Rein psychologisch. Für wen? Nur so, als Vorgang. Müssen Sie mal drüber nachdenken. Tja, also, was haben wir denn nun? Ja, Nummer eins, Genosse Hauptmann, dieser Zettel hier war in Spichalas Jackentasche. Aber was das Gekritzel bedeuten soll? Ja, das ist wahrscheinlich ein Schaltschema. Mhm. Das Schaltschema von einem Warenlift. Und Nummer zwei? Ja, dieser Fetzen hing an einem Holzsplitter im Lift. Von Spichalas Kleidung stammt er nicht. Ein sensationeller Fund ist es nicht gerade. Stellen Sie aber trotzdem fest, ob der Stoff im Lager vorhanden ist. Vom Tuchlager im vierten Stock werden die Stoffe mit dem Warenlift in die Zuschneiderei und in die Maßabteilung hinuntergefahren. Ist der Betriebselektriker schon da? Der hat heute frei, sagt Buschmann. Holen Sie ihn her. Das Stofflager kann Kühn übernehmen. Sonst noch was? Um 14 Uhr ist die Obduktion in der Gerichtsmedizin. Oberleutnant Kühn ist dran. Sagen Sie ihm Bescheid. Der wird sich aber freuen. Ich bin beim Werkdirektor. Was soll ich sagen, Genosse Hauptmann? Dass ein so entsetzlicher Unfall in unserem Werk passieren musste. Dabei hat die Leitung gerade die Fragen der Unfallverhütung nie lässig behandelt. Im Gegenteil. Soweit ich mich erinnern kann, ist Pichalas Unfall mit Abstand der schwerste, der hier vorkam. Ich will offen zu Ihnen sein, Kollege Hübner. Verpflichte Sie aber zu absolutem Stillschweigen. Selbstverständlich. Es ist noch nicht erwiesen, dass es ein Unfall war. Wie bitte? Sie haben doch nicht etwa den Verdacht ausgeschlossen. Hoffen wir, dass Sie recht behalten. Aber mit Mutmaßungen ist da nicht viel anzufangen, das wissen Sie ja. Ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen, Kollege Hübner. Soweit ich sie beantworten kann... Wussten Sie, dass Pichalla hier im Betrieb Feinde hatte? Feinde? Da könnten Sie mich auch nach seinen Freunden fragen. Da wüsste ich genauso wenig. Aber viel Kontakt zu anderen Kollegen kann er nicht gehabt haben. Dann wäre der Name Spichalla bekannter gewesen. Auch in der Leitung, meine ich. Tja, wer kannte schon den Heizer da unten im Keller? Ich weiß, es ist nicht in Ordnung, aber... Andererseits im Zentrum des Interesses stehen nun einmal die Produktionsabteilungen. Spichalla war anscheinend nicht nur ein Geltungsbedürftiger, er war auch ein motorischer Mensch. Nicht beachtet zu werden, das müsste ihn gekränkt haben. Weiß der Kuckuck, auf welche Weise er sich Geltung verschaffen wollte. Er repariert Nähmaschinen für den Betrieb und offensichtlich gut, aber man schiebt ihn wieder ab, als der Betriebselektriker aus dem Urlaub kommt. Doch Spichalla lässt nicht locker. Vielleicht kann man am Warenlift eine aufsehenerregende Verbesserung vornehmen, denkt er sich. Also doch nur ein Unfall. Eben, das ist nicht erwiesen. Zumal konkrete technische Indizien völlig fehlen. Der Lift ist zwar über 40 Jahre alt, aber er funktioniert einwandfrei. Keine Beanstandung. Tja, also, was Ihre Kenntnis von Spichalla anbetrifft, sagen wir es mit einem Wort, keine. Genosse Hauptmann, wir sind 480 Werktätige. Suchen Sie etwas? Die NBI? Ah, da ist es ja. Das Kreuzworträtsel? Meine Pausengymnastik. Tasse Kaffee, ein bisschen in einem Kreuzworträtsel herumpolken. Lachen Sie ruhig darüber, mich entspannt das.
Zum Ausraten kommt es natürlich nie. Die Klassiker fehlen, wie ich sehe. Ja, und die Geografie. Meine schwache Seite. Spichalla hat Sie jedenfalls besser gekannt als Sie ihn. Am besten kannte er Ihre Bildungslücken. Wie bitte? Ja, solche Rätsel hier, die hat er in seinem Keller unten ausgeraten. Spichalla hat meine Rätsel? Das ist ja gerade so als... Wie soll ich sagen? Als merkt man plötzlich, dass die Gardinen nicht dicht sind, wie? Ja, genau. Da fällt mir ein, Kollege Hübner. Ich habe Sie nach möglichen Feinden von Spichalla gefragt. Der Kraftfahrer Penske. Wie kommen Sie darauf? Penske? Der Tod Spichallas schien ihm nicht gerade sehr nahe zu gehen. Moment, Penske. Ja, da war mal was. Penske hatte ziemlich oft mit dem Betriebs-LKW Privatfahrten gemacht. Spichalla brachte es vor die Konfliktkommission und Penske musste die schwarz verdienten Gelder zurückzahlen. Und das liegt aber 2 Jahre zurück. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Penske ein so rachsüchtiger Typ sein soll. Ich habe ihn kürzlich auf einem Betriebsfest erlebt. Schön. Da war er mit seiner Verlobten da, Sonntagsgesicht, verstehen Sie? Aber trotzdem... Nun gut, ich darf mir dann die Kaderakte von Spichalla ansehen. Bitte, Genosse Hauptmann. Dankeschön. Das sieht ja recht lückenlos aus. Das hängt mit dem Rentenantrag vor 6 Jahren zusammen. Aha, daher. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges ist er 16 und dient als Kleinknecht. 17 und 18 Kriegsdienst. Bis 23 war er Bauernknecht und ab 23 Forstarbeiter in einer staatlichen Revierförsterei. Also ein Schritt vorwärts. In den folgenden 30 Jahren bis 1953 hat er insgesamt nur 3-mal die Stellung gewechselt. Arbeitete er stets zuverlässig und pflichtbewusst. Und hat der Forstarbeiter Karl Spichalla nie zu einer Beanstandung seiner Arbeit Anlass gegeben? Hat er in der schweren Zeit an der Heimatfront, auch im Umgang mit Fremdarbeitern, im Zweiten Weltkrieg fällt er unabkömmlich Bäume für den Endsieg, sägt sie auf Meterenden und pflanzt neue. Was soll der sonst tun, nicht? Irgendwann müsste er eine Forstschule besucht haben. Damals war Qualifizierung nicht gefragt. Was war nach 1953? Darüber steht einiges im Lebenslauf. Spichallas Frau erbte das Häuschen, da ließ er den Wald Wald sein und zog hierher. 5 Jahre war er Pförtner in einer Druckerei. Seine Frau war schon im ersten Stadtjahr gestorben. Und ab 1958 war er Heizer hier im Betrieb. Also 10 Jahre. Ja. Ein Leben ohne Höhen. Die existierten nur in seinem Wunschdenken. Und das verstehe ich nicht. Eins steht nämlich fest, Spichalla ist niemals Förster gewesen. Förster? Spichalla? Nun begreife ich gar nichts mehr. Mir geht es nicht viel anders. Das passt gar nicht zu Spichalla. Praktisch wie er war, hat er bestimmt eine Absicht damit verfolgt. Wie mag er zu Frauen gestanden haben? Na, hören Sie, Spichalla hatte die 70 hinter sich. Ich kenne einen munteren Heiratsschwindler, der hat ein Dreivierteljahrhundert auf dem Puckel. Wer hat behauptet, Spichalla sei Förster gewesen? Er selbst. Hübner, Moment, für Sie. Lebrecht? Der Elektriker? Gut, ich komme. Und wie gesagt, Kollege Hübner, über unser Gespräch reden Sie bitte nicht. Geht es um den Unfall? Ja, Kollege Koller. Was wissen Sie darüber? Nichts. Ich kann gar nichts dazu sagen. Eine schreckliche Geschichte. Aber was hatte Spichalla auch im Lift zu suchen? Sie haben mit Oberleutnant Kühn die Schaltanlage besichtigt. War sie in Ordnung? Eben nicht. Bestimmt hat Spichalla da rumgemurkst. Gestern war der Lift noch in Ordnung. Können Sie vermuten, was er an der Schaltanlage verändern wollte? Tja. Scheint einiges von Elektrik verstanden zu haben. Diese Zeichnung hier sieht ziemlich sachkundig aus. Oder nicht? Ach, jetzt haut's mich um. Wo kommt denn das her? Meine Skizze. Was denn? Die ist nicht von Spichalla? Nein, das habe ich aufgezeichnet. Vorige Woche kommt mir Spichalla in die Quere und sagt, hör mal, so und so, wie funktioniert eigentlich der Lift? Ich will da was bauen. Was bauen? Hat er nicht gesagt. Er hat sich noch mit mir herumgestritten, denn der wusste ja immer alles besser, der Spichalla. Schließlich habe ich ein Stück Papier hergenommen und ihm das Schaltschema aufgezeichnet. Das hier. Ist es technisch möglich, Kollege Koller, dass Spichalla die Schaltanlage durch ein paar einfache Veränderungen so präparieren konnte, dass der Lift in Gang zu bringen war, ohne Bedienung von außen? Möglich. Ja oder nein? Das kann ich Ihnen nicht so aus dem Hut sagen, aber wozu soll denn das gut sein? Ist doch Blödsinn. Verstehe ich nicht. Ja?
Genosse Hauptmann, der Lagerverwalter. Kann ich gehen? Oder ist noch was? Nein, nein, danke, Kollege Koller. Sie können gehen. Wiedersehen. Mhm. Bitte, Kollege Buschmann, nehmen Sie Platz. Danke. Herr Hauptmann, der Stoff im Lift, er stammt von dem Novatex-Ballen, der gestern geliefert wurde. Ja, und? Die Wareneingänge werden ausnahmslos mit dem großen Lastenfahrstuhl im Hof nach oben gefahren. Der Novatex hat gestern die Spedition geliefert. Ich habe ihn aufgeteilt, aber noch keinen Meter davon ausgegeben. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Da Kollege Buschmann noch keinen Novatex ausgegeben hat, ist noch kein Stück davon im Warenlift transportiert worden. Und der Stofffetzen im Lift? Ich habe im Beisein von Herrn Oberleutnant nachgemessen. Es fehlen 14 Meter. Pro Meter 104 Mark. 14 Meter? Etwa 4 Anzüge. Irrtum ausgeschlossen? Scheint so, Werner. Völlig ausgeschlossen. Und jetzt geht mir auch ein Licht auf. Deshalb also ist er im Vorderhauskeller herumgeschlichen. Wer? Spichala. Naja, also keine voreiligen Schlüsse, Kollege Buschmann. Ich weiß, was ich sage. Im Interesse der Aufklärung werden Sie darüber schweigen. Ist das der erste Stoffdiebstahl? Wir sind noch bei der Inventur. Wird von einem angefangenen Ballen etwas abgeschnitten? Tja, dann lässt sich das schwer feststellen. Gut, wir danken jedenfalls für den Hinweis. Bitte. Wo ist denn eigentlich Schmidt? Schmidtchen holt Zigaretten. Ohne sich abzumelden? Er hat es mir gesagt. Was hältst du von Buschmanns Verdächtigung? Ja. Angenommen, Spichala hätte den Stoff im Lager gestohlen, dann gäbe es 2 Möglichkeiten. Nur 2? Ja, war Spichala allein, dann ist der Stoff noch im Hause. Ja, ich denke, wir sind uns einig, dass an diesem seltsamen Unfall eine zweite Person beteiligt war. Eben. Für einen allein ist das zu kompliziert. Vielleicht passierte der Unfall bei der Tatausführung und durch Unachtsamkeit des Mittäters. Aber dann ist der Stoff weg. 14 Meter passen bequem in einen Koffer. Unachtsamkeit des Mittäters. Fahrlässige Tötung. Die Hausnummer könnte stimmen. Oder Schlimmeres. Es kommt recht plötzlich, findest du nicht? Was? Naja, eben noch habe ich den armen Teufel bedauert. Und mir geht's nicht anders. Bisschen skurril und verschroben, dachte ich. Ja, verkanntes Genie. Aber seine Warnanlage passt genau dazu. Warnanlage? Im Heizungskeller. Also ein ganz gewöhnlicher, handfester Diebstahl. Alles klar. Aber ich kann mich nicht darüber freuen. Komisch. Keine F6 da gewesen, aber die dampft auch. Oh, danke. Ich kannte mal einen Vorgesetzten, Genosse Hauptmann, der hatte 3 Wochen nicht geraucht. Dann wurde er rückfällig. Ja, dann eben nicht. Hättest du wenigstens ein paar Bonbons mitgebracht. Hier, bitteschön. Also Sie kommen noch mal ganz groß raus, Schmidtchen. Das liegt so im Blut. Übrigens ist gerade der Heizer mit dem Rad weggefahren, hat einen mächtigen Sack Kleinholz hinten drauf. Also, ich sehe mir gleich mal Spichalas Warnsystem an. Und seinen Schrank. Das lasse ich mir gefallen. Wenn ich mich mal verändern sollte, dann nur als Chef von der Ölheizung. Hände sauber, Hebel und Ventile sauber, die Polsterbank durchgelegen, nicht durchgesessen. Die Heizung funktioniert automatisch und kommt jemand, dann tut es. Arbeitszeug, Draht. Was ist denn das für ein Schlüssel? K17. K17? Moment mal. In Buschmanns Stofflager hängt ein Schlüsselkasten. Die Schlüssel sind auf die gleiche Art gekennzeichnet. K heißt Keller. K17 heißt Kellerraum 17. Donnerwetter, Schmidtchen. Na, dann sehen wir mal nach. 15, 16, 17. Das Schloss sperrt. Oh Mensch, Genosse Techniker, sowas machen Sie doch sonst mit der Büroklammer auf. Na also. Ich werde nicht wieder. Sichern Sie an der Tür. Jawohl. 2, 3, 5 verschiedene Stoffe, das reicht ja für mindestens 30 Anzüge. Der Novatex. Ob das 14 Meter sind? Könnte sein, was? Klarer Fall, Werner. Die Stoffe wurden mit Hilfe des Lifts im Lager gestohlen. Beim Ausladen ist Spichala verunglückt. Der Mittäter hat überstürzt, die Spuren beseitigt und den Schlüssel von diesem Raum in Spichalas Schrank gelegt. Wird der Diebstahl entdeckt, dann ist nur der Heizer belastet. Wird er nicht entdeckt? Kann der Mittäter die Beute immer noch wegschaffen. Den Schlüssel sofort in Spichalas Schrank zurück. Schmidtchen, vorher einen Abdruck und bis gestern ein Duplikat. In Ordnung, Genosse Hauptmann. Wollen wir eine Falle? Dafür hat Spichalas Kumpan schon selbst gesorgt. Wir überwachen nur. Schmidt, wie lange brauchen Sie, um hier eine Signalanlage zu installieren? Nur 2 Stunden, Genosse Hauptmann, wenn das Material da ist. Wir sehen uns sofort in Spichalas Wohnung um, Herbert.
Allerdings ist es möglich, dass der Diebstahl fingiert wurde, um uns vom wirklichen Motiv abzulenken. Ah, du meinst das Motiv für einen vorgetäuschten Unfall. Aber was sollte das sein? Vielleicht die Quittierung alter Rechnungen. Schmidt, sehen Sie sich gleich mal in der Haogaststätte Braukeller um. Prüfen Sie Penskys Alibi für die Zeit nach 23 Uhr. Sprechen Sie mit seiner Verlobten, aber diskret. Wann soll ich denn da die Anlage basteln? Ja, heute nach Feierabend. Oh. Ich mache das mit dem Werkdirektor klar. Sie können im ersten Stock den Raum neben der Vermittlung haben, Genosse Hauptmann. Ich begreife das nicht. Spichalla, ein Dieb. Vermutlich. Und einer von 480 Werktätigen hat ihm geholfen. Wie sieht die Inventur aus? Wir sind noch dabei. In zwei Positionen haben wir ein erhebliches Manko festgestellt. Vielleicht war das nicht der erste Diebstahl. Aber der erste, der schief ging. Und die gestohlenen Stoffe werden Tag und Nacht bewacht? Ja. Wir haben nur eine Erfolgschance, wenn der Diebstahl absolut geheim bleibt. Sollten wir nicht den Kollegen Buschmann informieren? Nein, nein, niemand. Sofern in den nächsten Tagen nichts von dem Diebstahl durchsickert, nimmt Spichallas Mittäter den Schlüssel bestimmt wieder an sich und versucht bei passender Gelegenheit, die Beute fortzuschaffen. Darüber können aber Wochen vergehen. Dann zwingen wir ihn zum Handeln. Sie brauchen nur die Keller tünchen lassen. Vergessen Sie nicht, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat der Mittäter etwas mit Spichallas Tod zu tun. Wann wollen Sie mit der Überwachung anfangen? Die Anlage wird heute nach Feierabend installiert. Wie funktioniert der Betriebsschutz? Wir sind drei Betriebe in diesem Gebäudekomplex und halten gemeinsam einen Wächter. Hier ist der Laufplan. Mhm. Der Turnus beträgt 2 Stunden. Ja, danke. Das genügt zunächst. Mahlzeit. Hallo? Augenblick, sofort. Hab eben aufgemacht. Nehmen Sie mich allein runter, Heinrich. Ich komme gleich. Was darf's denn sein? Einen Kaffee schwarz. Einen Moment Geduld. Emmy! Ich komme! Der Handwerker. Kleinen Moment, bitte. Die andere bildschöne junge Frau ist wohl nicht momentan. Vollen Bayer? Ich frage nur wegen der Bedienung, nicht, was Sie denken. Da warne ich Sie auch, junger Mann. So, wovor? Die Dame ist in festen Händen und der Verlobte ist eifersüchtig. Dass die Leute immer keinen Spaß verstehen. Aber Horst ist da bestimmt eine Ausnahme. Haben Sie eine Ahnung? Gerade der, was Helga betrifft, nicht für einen Sechserspaß. Wie meinen Sie denn das nun wieder? Emmy, ich hocke auf der Leiter. Ich komme! Der Verlobte versteht keinen Spaß? Na, das legt sich. Oh, Heinrich! Älteres Semester, aber ganz schön munter. So, der Kaffee. Wann ist Horst gestern aus Guben zurückgekommen? Ja, also das weiß ich nicht so genau. Es muss spät gewesen sein. Also bis um 10 haben Koller und Buschmann auf ihn gerechnet. Sie spielen doch 2-mal in der Woche ihren Skat. Und kurz vor 11 sind sie weggegangen. Soll ich Koller mal fragen? Oder wollen Sie selbst mit ihm sprechen? Er repariert da hinten die Neonlampe. Ach, da hinten, das ist Koller. Ja. Und die spielen hier Skat? Ja, Penske spielt nicht besonders. Der kommt bloß, um die Helga im Auge zu haben. Sagen Sie mal, warum wollen Sie das eigentlich wissen? Entschuldigen Sie, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Volkspolizei, Kriminalmeister Schmidt. Ach du liebes bisschen. Liegt was gegen uns an? Aber der Kaffee ist doch in Ordnung. Aber ja, ganz prima. Ich habe nur eine Zeugenaussage zu überprüfen. Ach so. Hängt das mit dem Unfall zusammen? Kolla hat mir davon erzählt. Das ist so furchtbar, der arme Mensch. Ja, kann einem leid tun. Also, am Nachmittag kommt Fräulein Bayer. Frau Wirtin! Was habe ich zu zahlen? Ein Kaffee schwarz, das macht... Nordrandsiedlung. Sonst entwickeln Siedler aber mehr Fantasie. Kolonie Märchenland, Kolumbien oder sonst sowas. Da drüben ist es, wo die Fenster zugezogen sind. Die Hecke ist die Grenze zu Krügers Garten. Die Beete halb umgegraben. Wer weiß, wer da weiter gräbt. Wer ist da? Guten Tag, Frau Krüger. Volkspolizei. Ach Gottchen. Ja, ja. Ich komm schon. Guten Tag. Hauptmann Leberecht. Oberleutnant Kühn. Doch sicher wegen Herrn Spichalla. Ist das nicht schrecklich? Sie wissen es also. So ein gebildeter Mann. Treten Sie doch näher. Danke, Frau Krüger. Wir möchten uns drüben umsehen. Dürfen wir Sie als Zeugin bemühen? Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Zeit opfern könnten. Na ja, das mache ich schon. Wie das nur passieren konnte mit dem Fahrstuhl und war noch so quicklebendig, der Herr Spichalla. Wie alles rauskommt, so ein zeitiges Frühjahr. Die Forsythien blühen und die Krokusse sind schon hinüber. Sehen Sie, Spichallas Tannen, da hat er eine Hand für. Naja, Kunststück als Förster. Na, der nicht.
Ah, der da. Hat Herr Spichala Sie manchmal besucht? Ach, kaum. Ein-, zweimal im Jahr lud ihn August sonntags zum Mittagessen ein. Ehrlich gesagt, mir passte das gar nicht, wissen Sie. Der hatte so eine Art, alles zu begucken. Man hatte das Gefühl, die Teller sind dreckig. Und das Besteck hat er heimlich abgewischt. Das blitzt ja hier. Naja, wenn nie einer was schmutzig macht. Müssten mal sehen, was unsere Enkel Sand ins Haus tragen. Küche. Bad. Na, Schlafzimmer. Da! Den grünen Anzug, den trug er immer, wenn er nach Pappelbruch fuhr. Ist mir jetzt richtig durch und durch gegangen. Erinnern Sie sich genau an den Ortsnamen Pappelbruch? Natürlich, ganz genau. Es gibt aber in der ganzen Republik keinen Ort Pappelbruch. Ja, aber er fuhr doch alle 14 Tage hin. Alle 14 Tage nach Pappelbruch. Was nahm er denn so mit? Größeres Gepäck? Na sieh, das sah immer aus wie große Ferien. Da auf dem Schrank, den braunen Koffer. Was, dieses Mordsding? Naja, die Taxifahrer haben schön gepustet. Spichala ließ immer ein Taxi kommen, wissen Sie? Hier, Werner, meine Kassette. Aha, die Sparbüchse. Erzählen Sie bitte mit, Frau Krüger, Sie müssen nachher unterschreiben. 2, 4, 8, 1600. Das Sparkassenbuch. 27.444 Mark. Allerhand. Donnerwetter. So viel Geld? Da hat er nie was von gesagt. Die Hälfte der Summe ist in den letzten 5 Jahren durch die Rentenzahlungen aufgelaufen. Er hat wohl von dem Lohn als Heizer gelebt. Und dabei noch all die teuren Bücher gekauft. Und alle 14 Tage die Reise, das Hotel. Also, wir kommen nie raus. Bücher? Ja, im Wohnzimmer. Wild und Hund, Jagdlexikon, Astronomie für jedermann. Sieh mal, Kybernetik und wir. Junge, Junge, was der alles wissen wollte. Handbuch des Kfz-Handwerks. Maschinenkunde Teil 1 und 2. Brauchen Sie mich noch? Müsst nach dem Essen sehen. Wir sind gleich fertig, Frau Krüger. Sieh mal, Handbuch der Kriminalistik. Was sagst du nun? Und hier, sozialistische Kriminologie. Ich laufe mir die Hacken danach runter. Sehen Sie, da hab ich's doch. Ah, Spichala in Försterkluft. Und das ist in Pappelbruch. Von wegen gibt's nicht. Ich wusste doch, in seinem Bilderkarton war ein Foto. Sieht aus wie eine Waldschenke. Ah, da steht was am Giebel. Ich hab ihn gefragt, ob das Pappelbruch ist. Ja, Frau Krüger, das ist Pappelbruch. Leere Hütte steht da. Leere Hütte, da passt alles Mögliche drauf. Und die Rückseite? Sieht aus, als war da mal ein Gummistempel. Ah, wenn wir Glück haben. Das Bild kommt auf die Liste, Frau Krüger. Na, was meinst du? Wie der Ort auch heißt, Pappelbruch oder Piepengrille. Spichala hat ihn sorgfältig abgeschirmt. Dort ist der Hehler. Klingt plausibel, aber ich wittere größeren Unrat. Spichala bietet mehr als eine Überraschung. Erst bedauern wir ihn, weil er bei seiner Bastelei verunglückt ist. Dann stellt sich heraus, dass er geklaut hat. Und nun frage ich mich, warum hat er sich in einen Förster verwandelt? Um vor dem Fotografen zu posieren? Der hatte ein ganz großes Ding vor, verlass dich drauf. Wozu die Bücher? Handbuch der Kriminologie, Technik, Naturwissenschaft. Der hat sich ganz systematisch vorbereitet, dieser biedere Junggeselle. Ich gebe das Foto gleich ins Institut. Morgen, Herbert. Na? Wochenende gut überstanden? Moin. Bei dem Wetter hockt man nur hier drin. Gestern war der wärmste Märzsonntag seit 80 Jahren. Hast du gelesen? Wir waren in Grünau, wie im Juni. Ich habe meinen Balkon gestrichen. Sieh dir mal die Blasen an. Was Neues? Leider. Am Sonntag musste Hauptwachmeister Engler ausgetauscht werden, Angina. Grigoleit ist jetzt im VLB Modern. Und Krüger, der Heizer, hat am Sonnabend gemeldet, dass der Klebestreifen an Spichalas Schrank durchgerissen ist. Und? Der Schlüssel vom Kellerraum 17 ist weg. Spichalas Komplize hat es eilig. Vielleicht braucht er Geld. Die Stoffe sind 7.000 bis 8.000 Mark wert. Hat sich das KTI gemeldet? Noch nicht. Wo Schmidt? Kommt später. Er ist gestern Abend für Grigoleit eingesprungen. Die brauchen da eine Heizsonne. Nachts ist der Raum kalt. Liebrecht. Morgen, Schorsch. Was macht denn das Foto? Nichts von übrig? Mach mich nicht fertig. Das wollte ich doch meinen. Drogerie zum Schwan. Bristow in der Mark. Fein. Gut, gleichfalls. Bristow in der Mark? Da fahren wir manchmal mit dem Wagen hin. Wie weit? 60 Kilometer. Die Straße ist gut. Liebrecht. Oberwachtmeister Grigoleit. Genosse Hauptmann, die Warnanlage geht. Hören Sie?
Fotografieren Sie jeden, der aus dem Keller kommt. Und nichts unternehmen? Nichts. Unser Freund räumt sicher nicht montags früh die Bestände. Er wird nachsehen, ob Sie noch da sind. Der Kraftfahrer und der Elektriker haben vorhin eine Kiste aus dem Keller getragen. Verstanden. Oberleutnant Kühn kommt hin. Ende. Ende. Unser Freund hat es eilig. Kommst du mit? Nein, nein. Da spielt sich sowieso nichts ab. Ich fahre nach Bristol. Moin. Kriminalmeister Schmidt meldet sich unausgeschlafen und pflichtbewusst zum Dienst. Moin. Sie kommen wie gerufen, Schmidtchen. Wir fahren zu Grigoleit. Hat sie jemand gesehen? Nein. Mensch, ist das warm hier. Kommen Sie mal nachts, da können Sie gar nicht so schnell zittern, wie Sie frieren. Hast du schon was auf dem Film? Einen älteren Kollegen, grauer Kittelbrille. Der tat so, als hätte er was zu sagen. Wie lange war das Signal zu hören? Etwa eine Minute. Dann war es eine Minute unterbrochen. Danach kam es nochmal für 10 Sekunden. Klar, unser Freund hat die Bestände revidiert. Als er K17 verließ, löste er abermals das Signal aus. Es funktioniert einwandfrei. Jetzt kommt der grauen Kittel. Ja, Grigoleit, der hat wirklich was zu sagen. Das ist Buschmann, der Lagerverwalter. Na, bisher waren 3 Männer im Keller. Der Elektriker Koller, der Kraftfahrer Penske und der Lagerverwalter Buschmann. Das nützt uns wenig. Von hier sieht man nur, wer vom Hof in den Keller geht oder rauskommt. Im Vorderhaus kann man auch hinuntergehen. Es gibt eine dritte Möglichkeit. Vom Heizungskeller im Quergebäude durch den Gang des Seitenflügels. Na, kommen Sie, Schmidtchen. 2, 3, 5. Alles noch vorhanden. Vielleicht war es doch falscher Alarm. Aber nicht bei mir. Der Faden ist ab. Welcher Faden? Über der Türkante. Er ist abgerissen. Die Tür ist geöffnet worden. Gut. Kommen Sie. Unser Freund weiß nur, dass die Beute noch da ist. Oh, er hätte wenigstens die Scharniere ölen können. Los, ab durch die Mitte. Bitte? Volkspolizei, Hauptmann Leberich. Ich bitte Sie um eine Auskunft. Natürlich, gern. Worum geht's denn? Sie entwickeln doch Filme. Steht jedenfalls draußen dran. Ja, wir haben ein Labor. Erinnern Sie sich an diese Aufnahme? Sie ist bei Ihnen entwickelt worden. Zu dumm. Die Laborantin ist nicht da. Ah, die Fenthaler Hütte. Fenthaler Hütte? Ja, möglich, dass Blaschke den Film geknipst hat. Blaschke? Der Besitzer. Die Fenthaler Hütte ist so ein Waldgasthof. Im Winter ist da nichts los. Aber wenn das Wetter so bleibt, dann... Kennen Sie den Mann auf dem Bild? Den Herrn? Wohl Förster, hm? Tut mir leid, kenne ich nicht. Soll er es Bristol sein? Würden Sie mir den Weg beschreiben? Still, Hasso, still! Guten Tag. Der erste Gast heute. Toi, toi, toi. Herrliche Ruhe hier. Abgesehen von dem Hund. Ja, der muss sich erst wieder an den Sommerbetrieb gewöhnen. Still, sei doch still. Was darf ich denn bringen? Momentan ist nur Flaschenbier da. Fassbier lohnt noch nicht. Ach so, ja, das Auto. Ein Kaffee komplett. Sofort. Augenblick noch. Sehen Sie sich doch bitte mal das Bild an. Ihm verdanke ich den Hinweis auf Ihr Gasthaus. Ah, ein bisschen unscharf. Könnte vom vorigen Sommer sein. Na klar. Voriges Jahr? Ja, Ende Juli, glaube ich. Dieser Herr hier hat mich nämlich auf die Fenthaler Hütte aufmerksam gemacht. Ah, Spichala. Ja, hoffentlich ist er nicht krank. Sonst kommt er regelmäßig wie ein Uhrwerk, Sommer und Winter. Jedes zweite Wochenende ist er hier. Gerade habe ich mit meiner Frau über ihn gesprochen. Ach, wissen Sie, kommen Sie doch rein. Ja, gern. Sie haben noch mehr Stammgäste? Ja, im Sommer schon. Manchmal ist das Haus so voll, dass wir Herrn Spichala im Wohnzimmer einquartierten. Also eine Kaffee komplett. Warten Sie doch derzeit. Setzen Sie sich ein bisschen. Hat Spichala hier eigentlich Bekannte? Leute, mit denen er regelmäßig zusammentrifft. Ich wüsste nicht. Meine Gäste kennen ihn natürlich alle. Er ist recht beliebt, nicht nur, weil er manchmal eine Lage spendiert. Er kann großartig erzählen, aber das wissen Sie ja sicher. Wenn er so regelmäßig hierher kommt, dann hat er wohl immer wenig bei sich. Kaum Gepäck, nicht wahr? Er lässt die Garderobe hier, meine ich. Stimmt. Die alten Jagdsachen hängen oben im Schrank, aber Bücher, die schleppt er immer mit. Bücher? Naja, alles so wissenschaftliche Sachen. Sagen Sie mal, Sie fragen so nicht ohne Absicht. Stimmt, Herr Blaschke. Ja, und warum fragen Sie nicht selbst? Das würde ich gern tun, aber es geht nicht mehr. Nie mehr. Nie mehr? Ja, heißt das... Herr Spichala ist tot. Spichala ist tot.
Aber wieso denn? Der war doch ganz gesund. Mein Gott, wenn ich das meiner Frau sage... Er ist verunglückt. Verkehrsunfall? Nein, nein, mit einem Fahrstuhl. Ja, wann denn? Am Donnerstag. Sonst wäre er bestimmt am Sonnabend gekommen. Tot? Also ich kann es doch gar nicht fassen. Ob er es geahnt hat? Manchmal war er so traurig. Traurig? Wie äußerte sich das? Also bevor ich noch was sage, möchte ich wissen, wer Sie sind. Und ehe ich es sage, möchte ich Sie bitten, mir eine Frage zu beantworten. Ja? Hat Spichalla Ihnen was verkaufen wollen? Verkaufen? Mir? Noch nie. Hat er Ihnen nie Textilien verkaufen wollen? Stoffe, Anzugstoffe? Na, hören Sie mal, ein ehemaliger Förster und Textilien... Reden wir offen, Herr Blaschke. Ich bin Hauptmann Leberecht, Volkspolizei. Mord- und Unfalluntersuchungskommission. Mordkommission? Ja, was denn? Spichalla? Nein, nein. Immerhin könnte aber fahrlässige Tötung vorliegen. Bitte, Herr Blaschke, erzählen Sie, was Sie über Spichalla wissen. Traf er hier Bekannte? Nein, das sagte ich doch. Sie sagten vorhin, er sei manchmal so traurig gewesen. Ja, ich hatte immer den Eindruck, dass Spichalla früher mal eine große Enttäuschung erlebt hatte. Mancher wird damit fertig. Ein anderer trägt es wie Ballast durchs ganze Leben. Was für eine Enttäuschung? Eine Frau? Ich glaube eher, das hing mit dem Beruf zusammen. Herr Spichalla hat sich ja vom Forstarbeiter bis zum Förster hochgearbeitet. Aber die Verhältnisse damals... Beinahe hätten sie ihn an der Forstschule nicht angenommen. Gab es da nicht eine wildere Geschichte, an der ein Vorgesetzter beteiligt war? Das muss so in den 20er Jahren gewesen sein. Ja, verrückte Zeit damals. Da ist mancher Förster von Wilderern erschossen worden. Damals war der berühmte Kriminalkommissar Genewein schon sein Freund. Wessen Freund? Spichallas? Ja, ich kann Ihnen sagen, wenn er von dem erzählte, dann hörten sie hier drin die bewusste Stecknadel fallen. Der Kommissar hatte einen Totschlag aufgeklärt und Spichalla hatte ihn auf die richtige Spur gebracht. Von da an waren sie Freunde. Der Kommissar und Spichalla haben manche Stunde gemeinsam auf dem Hochstand angesessen. Stellen Sie sich vor, der berühmte Kriminalkommissar Genewein und der junge Förster Spichalla, der ehemalige Waldarbeiter. Ich stelle es mir vor. Der Hochstand muss jedenfalls stabil gewesen sein. Genewein wog 3 Zentner. Sie glauben ja wohl nicht. Ja, erzählen Sie nur. Vermutlich hat nicht Genewein die schwierigen Fälle gelöst, sondern Spichalla. Na, ganz so war es nicht. Aber alles habe ich dem guten Spichalla natürlich auch nicht abgekauft. Soll ich ihm deshalb den Spaß verderben? Die Gäste haben sich prima unterhalten. Wenn Spichalla seinen Faden spannt, konnte man glatt vergessen, dass die Geschichten vor 10 Jahren passiert sein sollten. Er schilderte alles so lebendig, wissen Sie. Was waren denn das für Geschichten? Oh, ziemlich interessante Sachen. Komisch. Er ist mit einem Fahrstuhl verunglückt? Ja, wieso? Eine seiner letzten Geschichten, die handelte auch von einem Fahrstuhl. Ach. Ja, von einem Lift, wie er sagte. Mitternachtslift. Mitternachtslift? Ja, nicht so ein richtiger Lift für Personen und so. Bloß für Waren. Warten Sie... Was wurde da gleich transportiert? Sagen Sie bloß Stoffe. Woher wissen Sie das? Ich tippe nur. Ja, Anzugsstoffe. Oh, jetzt habe ich ganz Ihren Kaffee vergessen. Der Lift befand sich demnach in einer Konfektionsfirma. Ja. Und hat Spichalla erzählt, warum der Lift Mitternachtslift hieß? Ja, darum ging es doch. Mit diesem Lift wurden zur mitternächtlichen Stunde Stoffe aus dem Lager geholt. Im 3. oder 4. Stock. Ganz Stiekum, wissen Sie, geklaut. Donnerwetter, ist das warm hier drin. Bei dem Wetter hätte ich doch gar nicht heizen sollen. Also, der Dieb war ins Lager aufgefahren? Das war einfach nicht, das waren 2. Ich sagte ja, es war ein Warenlift. Den konnte man nicht von innen bedienen. Lassen Sie mich mal raten. Der zweite Mann saß im Keller an der Schaltanlage und bediente mit einem Draht die Kontakte, stimmt das? Genau so. Und der andere stahl dann im Stofflager. Die andere, das war nämlich eine Frau. Die verstand was von Stoffen. Und die nahm nur von den angeschnittenen Ballen, damit der Lagerverwalter nichts merkte. Und wie kam der Diebstahl raus? Durch den Heizer. Jetzt hätte ich Appetit auf einen Cognac. Bloß gut, dass der Wagen draußen steht. Ja, der hörte den Lift um Mitternacht summen. Aha. Ja, trotzdem wäre Genewein ohne Spichalla aufgeschmissen gewesen. Das deuteten Sie schon an. Hat Spichalla erzählt, wer die Diebe gewesen sind? Mhm. Ein Kraftfahrer von dieser Firma und seine Braut. Na, da hätten wir ja alles beieinander. Hübsch, diese Geschichte. Und welchen Tipp gab Spichalla dem Kommissar? Na, den mit dem Schlüssel. Welchen Schlüssel? Also der Kraftfahrer fuhr 2-, 3-mal im Monat nach Guben.
Er kam absichtlich spät zurück. Dann musste der Heizer, wenn er nach Hause ging, den Schlüssel vom Tor an den versteckten Haken hängen, damit der Kraftfahrer auf den Hof fahren konnte. Und mit den gestohlenen Stoffen wieder runter, verstehe. Ja, das also war die letzte Geschichte. Ja. Ja. Ja, ewig schade, Herrn Spichala. Der war in der falschen Zeit geboren. Der wäre vielleicht ein Kriminalist geworden wie Kommissar Gennewein. Der gute Papa Gennewein. Wussten Sie übrigens, dass er jeden Tag eine ganze Torte aß? Hübner. Leberecht. Entschuldigen Sie, Kollege Hübner. Ein bisschen spät für einen Anruf. Ach, Sie, Genosse Hauptmann. Das macht doch nichts. Gibt's was Neues? Das wollte ich von Ihnen erfahren. Nichts. Umso besser. Ach ja, wann fährt Penske wieder nach Guben? Penske? Übermorgen, am Mittwoch. Danke. Gute Nacht, Kollege Hübner. Gute Nacht. Ja, bitte. Liebrecht, Grigoleit. Genosse Hauptmann. Alles in Ordnung. Hauen Sie sich aufs Ohr, Grigoleit. Ja, ja, Sie haben richtig gehört. Heute passiert nichts. Und morgen? Nein, morgen auch nicht. Aber übermorgen, am Mittwoch. Schlafen Sie gut, Grigoleit. Ja, danke. 21.30 Uhr. In einer halben Stunde macht Krüger Feierabend. Und hängt den Schlüssel vom Hoftor an den Haken. Damit Penske nachher in die Garage fahren kann. Glaubst du Spichalas Geschichte? Ja, bis auf den Schluss. Den hat er nicht erlebt, sondern vorweggenommen. Die Fakten stimmen, wenn ich auch nicht überzeugt bin, dass er den richtigen Täter getippt hat. Er hat die Handlung um Jahrzehnte zurückverlegt, um sie seinen Zuhörern auftischen zu können. Dass in seiner Version der Kraftfahrer der Dieb ist, kann seiner Abneigung gegen Penske entsprungen sein. Der Hinweis auf den Schlüssel am Tor, das ist der entscheidende Punkt. Das haben sich die Täter zunutze gemacht. Eine richtig tragische Figur, dieser Spichala. Wissbegierig, hungrig auf Erkenntnisse. Ein Naturtalent, das nie ernsthaft genutzt wurde. Hast du schön gesagt. Na, nur in seinem Pappelbruch, in dieser kleinen Wunschwelt, die er sich zurechtgezimmert hatte, durfte er der sein, für den er die Fähigkeiten in sich spürte. Und auf diesen Nachruf eine Zigarette. Kommt nicht in Frage. Nun, mach schon. Nachts warten und dabei Enthaltsamkeit üben, das ist zu viel verlangt. Wenn ich wenigstens die Bonbons nicht vergessen hätte. Hab zufällig welche bei mir. Zufällig, so. Da. Danke. Das nenne ich pünktlich. 20 Minuten vor Feierabend. Was ist? Krüger geht nach Hause, um im Bett weiter zu schlafen. Wann meldet sich Schmidt? Er ist jetzt im Braukeller. Ich will wissen, wer von den Skatbrüdern heute Abend da ist. Tatsächlich. Er hat das Tor abgeschlossen und den Schlüssel an den Nagel gehängt. Na, wieder mal hier? Abends ist hier mehr los, was? Soll ich Ihnen was schicken? Ja, einen Kaffee schwarz. Einen Kaffee schwarz? Ach, also dienstlich. Wegen Penske? Sie haben Pech, der ist heute wieder in Guben. Ja, wirklich Pech. Bin extra seinetwegen gekommen. Aber vielleicht kann ich für ihn beim Skat einspringen. Ich spiele ein geflecktes Blatt. Skat? Koller ist doch auch weg zu seinem Bruder nach Fürstenwalde. Und Buschmann sitzt bei den Stammtischbrüdern. Moment, ich muss zur Theke. Ich komme gleich wieder. Helge! Hoch! Helge! Hoch! Bekommen Sie den Kaffee? Ja, danke schön. Na also, der Kaffee ist da. Wie wär's denn mit dem Cognac auf Geschäftsunkosten? Danke, nein. Da drüben ist ja was los. Sieht nicht so aus, als traurer Buschmann im Skat. Nee, der muss heute Haare lassen. Wieso? Nein, Schwein hat der zum dritten Mal in zwei Jahren im Lotto gewonnen. Und jedes Mal ein paar Tausend. Nun lassen Sie ihn egal weg hochleben. Liebe! Oh! Koller hat ihn auch schon angepumpt. Hey, jetzt macht er aber Feierabend. Mann, hat der einen Zacken geladen. Was, der tut doch bloß so. Der stuckt nüchtern, der drückt sich. Hey, komm doch mal. Ja, ja, ich komme. Also auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wie spät? 22.15 Uhr. Nun schafft er endlich mal eine Uhr mit Leuchtziffern an. Hallo? Schmidtchen? Er ist gegangen. Gut. Melden Sie sich bei Toni 18. Sie wissen, wo der Funkwagen steht? Gut. Von dort sehen Sie die Eingänge. Ja, ja, heute kommt er. Verlassen Sie sich drauf. Ende. Der LKW. Hallo? So früh? Vielleicht will Penske die Skatbrüder noch treffen. Ist das seine Braut? Ja, die Bayer, das ist sie.
Also, wir warten, bis sie alle Stoffe rausgeholt haben. Du glaubst also doch, dass Pensky? Das geht ja, als üben die das 10-mal am Tag. Schlüssel vom Haken, Garage auf. Ah, Pensky braucht nicht mal auszusteigen. Er hat ja nicht eben hier raufgesehen. Man wird nicht nervös. Mein Gott. Guck mal weg, das ist Liebe. Moment mal. Da funktioniert doch was nicht. Die schließen das Hoftor ab, hängen den Schlüssel wieder an den Haken. Also, Werner, dein Pensky ist eine glatte Fehlanzeige. Und für sowas riskiert man Herzinfarkt. Weißt du was? Ich leg mich aufs Ohr. Mensch, verstehst du das? Ruhe, mein Lieber, nur Ruhe. Der Kerl ist im Keller, wo kommt er denn her? Keine Ahnung. Da, am Kellereingang. Erkennst du ihn? Nein, aber er schleppt was. Komm, Werner. Er muss dreimal laufen, schätze ich. Er war die ganze Zeit im Haus. Mal sehen, wo er seinen Fischzug verstaut. Aha, im Moskwitsch. Na, dann wollen wir mal. Halt, stehen bleiben. Volkspolizei. Ja, wen haben wir denn da? Guten Abend, Herr Koller. Na, ist die Sprache weg? Ich hab's ja geahnt. Zeigen Sie mal her. Aha, der Novatex. 14 Meter, nicht wahr? Ah, da kommt ja noch jemand, der Bescheid weiß, wo der Schlüssel hängt. Guten Abend. Na, Schmidtchen, staunen Sie nicht, wen wir hier haben? Vor 10 Minuten ist er seelenruhig durch den Haupteingang ins Haus gegangen. Sie wollten jetzt also den Schlüssel vom Hoftor benutzen? Ja. Er hängt bloß da, wenn Pensky aus Guben kommen muss. Ich hätte den Moskwitsch genommen und nachher wieder hingestellt. Wie bei den vorangegangenen Diebstählen. Und wie war das mit Spichala? Dafür konnte ich nichts. Wirklich. Ich wusste ja nicht, dass Karl im Erdgeschoss lauert. Sie haben die Diebstähle allein ausgeführt. Ja. Wenn Pensky in Guben war, habe ich in der Produktion kurz vor Schichtende irgendwo einen Kurzschluss gemacht. Ich konnte dann bis nach Feierabend daran arbeiten. Vom Stofflager hatte ich einen Schlüssel. Ich habe von angefangenen Ballen was abgeschnitten und den Stoff in Warenlift gelegt. Zwischen dem dritten und vierten Stock habe ich ihn außer Betrieb gesetzt. Und wie? Ich habe im Keller die Kabel abgeklemmt und bin nach Hause gegangen. Beziehungsweise in den Braukeller. Naja, weiter. Gegen Mitternacht, wenn Pensky bestimmt aus Guben zurück war, bin ich hin, habe die Kabel angeklemmt und den Lift in den Keller runtergelassen. Die Stoffe habe ich in den Moskwitsch geladen. Und wie war das mit Spichala? Ich weiß nicht, wie er dahinter gekommen ist. Er hat im Erdgeschoss gelauert. Als der Lift vorbeifuhr, muss er den Halteknopf gedrückt haben. Unten im Keller dachte ich, es sei nur eine Kontaktstörung und habe kurz geschlossen. Der Lift hatte wieder Saft und da hörte ich den Schrei. Es kann auch anders gewesen sein. Zum Beispiel könnten Sie gehört haben, dass Spichala in die Kabine stieg. Nein, bestimmt nicht. Ich bring doch keinen um. Ich hatte Schulden und meine Frau dachte, ich arbeite abends für die Wohnungsverwaltung. Naja, da wollte sie auch mal Geld sehen. Und jeden Abend im Braukeller, das war auch nicht billig. Rufen Sie den Funkwagen, Kriminalmeister Schmidt. Der Mitternachtslift, ein Kriminalhörspiel von Hans Siebe. Sie hörten eine Produktion des Rundfunks der DDR, die 1969 Mono produziert wurde. Unter der Regie von Fritz Gröhler sprachen Horst Schön, Günther Sonnenberg, Johannes Maus, Eckehard Bilz, Erich Brauer, Eugen Schaub, Werner Lierk, Else Wolz, Georgia Kullmann, Karl Brenk, Walter Lendrich und andere.